Badabadam. Hm? Oh shit. Na, ich bin doch gleich durch. Hast du vielleicht geschafft? Warte, ich muss bloß durch die Tür, dann kann mir nichts mehr nehmen. Nein. Ich komme nicht hoch. Warte. Wow. Ja. Alter, einfach aus dem Nichts. Okay, ich nehme meine Flöte. Danke. Einfach durchgejumpt. So, wer bist du denn? Yay, okay. Bist du nicht etwas zu winzig, um dich mit Ganon anzulegen? Ich kann auf mich aufpassen. Die Einstellung gefällt mir. Bringe mir Hanyu-Sporen, wenn du etwas mehr Schlagkraft brauchst. Hanyu-Sporen. Okay. Die findet man rein zufällig auch im Hanyu-Wald. Gehen wir mal hin. Alter, schon so ein bisschen Donkey Kong Country, ne? So ein bisschen so. Wie Donkey Kong Country Mucke. Oh, toll. Ich muss in den Baum rein. Perfekt. Da, die Hanyu-Sporen. Komm ich da jetzt hin? Oh Gott, wer sind die denn? Sei gegrüßt, Prinzessin Zelda. Hast du ein paar Arpagos-Federn? Ich habe ein Arpagos-Ei. Hanyu-Sporen! Sehr gut. Wir merken uns, wir müssen noch mal hierher, wenn wir ein paar Arpagos-Federn haben. Was ist für eine Tasche da? Würde ich gerne klauen. Für den Gag gestorben. Und der war noch nicht mal lustig. Aber ich muss da hin zum Triforce, ne? Weil wie man es auch im Tutorial hätte erfahren können, kriegt man ja neue Gebiete, wenn man da raufschlägt. So, hole ich mir jetzt erstmal die Hanyu-Sporen gleich ab. Und dann ist auch Washubi erledigt. Ah, ich muss halt echt nochmal hier durch, ne? So, Flöte. Danke. Geil. Ich renne hier durch und bin voll tot. So. Flöte ist aktiv. Schön eingeflötet so. Mann! Und wie gesagt, hätte ich jetzt irgendwann meine Continues verloren, nochmal komplett von vorne das Gebiet. Also nochmal einen Bildschirm zurückgeworfen. Ey, was mache ich denn da? Jetzt aber Schluss jetzt hier. Jetzt nicht so übermütig sein. So. Schön vorsichtig erstmal alles killen. Sind Bomben nicht sowieso effektiv? Bamste Bam. Bamste Bam. Wow. So, wir sind da, Hoshi. Du bist zurück, dann gib mir deinen Handschuh. Hey! Nur keine Sorge, hier. Ein Handschuh der Macht, großartig. Geil! Zelda hatte vorher keinen Handschuh an. Wieso hatte sie auf einmal einen Handschuh an? Ich glaube, wir haben es hier mit Cut-Content zu tun. Kann das sein? Ich glaube, da wurde irgendwas rausgeschnitten. So, Gebiet erledigt. So, kann ich jetzt nicht sogar schon zu der Feenquelle hier? Der Feenteich, ja. Wir haben die Quelle des Lebens eingefroren. Alles, was gut war, haben wir in Schlechtes verwandelt. Mann! Lasst uns dafür sorgen, dass die Finsternis hereinbricht. Ach stimmt, da war ja bloß ein Gebiet, das ist einfach nur ein Bossgebiet. Und die können... Ich glaube, die machen mich instant kill. Halten aber ohne Staus. So richtig dumm. Alles, was gut war, haben wir in Schlechtes verwandelt. So richtig dumm. Eigentlich war das Spiel mal gut, aber sie haben es in Schlechtes verwandelt. Geil, Papier, geil. So ist die anderen Witches. All unsere wunderschönen Schlechtes.
waren die alt, nachdem das Remastered rauskam. Alle Schlechtigkeiten weg. So, warte, ich will die Feen nur mal sehen. Hier, Mann! Wir sind frei! Du hast uns gerettet. Hier ist ein Lebensherz. Hier etwas Feenstaub. Hier ist das vom Wasser des Lebens. Alter, wie die einfach zu ihr spammt. Wird Link hat ja alles gekriegt, nur ein Herz. So, Gebiet erledigt. Ja. Jetzt haben wir aber Feenstaub. Und da, wir wissen ja, wer das nochmal wollte, ne? Oh, das ist Gobian-Schiff. Ich glaube, das geht aber auch schon komplett. Glaube ich. Einfach mal machen. Ich glaube, das ist auch nicht normal, dass das geht. Also vielleicht hat er auch als so convenient-mäßig hat er dann auch nochmal anders gemacht, weil die Stelle zu scheiße ist oder was? Ich weiß es nicht. Wie schick das aussieht. Das sieht einfach schick aus. Was ist das da? Kriegt der Win? Verschlossen. Hierin? Nee. Aber hier kann rein. Ja, das ist irgendwie eine Tür. Ich weiß, oh nee. So, ich nehme einfach die Flöte. So. Nervt mich hier keiner. Leute, die Apagos-Federn! Hey, Leute, das wird ja einfach so ultra easy. Ich glaube, das Spiel ist echt kürzer und geht schneller. Weil wir sind jetzt auch wieder hier durch. Schlüssel haben wir jetzt. Tür aufmachen. Und da kriegen wir richtig geil einfach Zeldas Reflexionsschild. Hey, guck mal, wie geil das hier aussieht mit so einer, mit der Karte von Gamelon. Reflektierender Schild. Einfach so. Passt. So. Da ist schon der Schrein von Gamelon. Aber erst einmal holen wir uns nochmal kurz im Hanyu-Wald das ab, was wir dank den Apagos-Federn bekommen. Da sind noch die Kokka und die Mucke so ein bisschen, aber nur. So geil, dass ich einfach abspringen kann vom Seil und einfach. Ich weiß halt nicht, ob das auch schon damals möglich war. Würde er sagen, nee. Das ist die Alte! Ich hab die Federn dabei! Jetzt helf mir! Sei gegrüßt, Prinzessin Zelda! Hast du ein paar Apagos-Federn? Rückwärtssalto. Gut, dann werde ich einen Umhang aus deinem Schleier machen. Hier, ich muss wieder fort. So richtig gelangweilt. Gut, ich muss wieder fort. So. Die Häkchen füllen sich auch. Jetzt haben wir einen magischen Schleier, der das Pendant dazu ist, dass wir dann wie der geflügelte Helm bei Link Fratzen ist böse. Wir können einfach mega weit springen, denn. Aber jetzt wird es leider besser, Leute, mit dem magischen Umhang. Wir müssen uns langsam mal darum kümmern, den hier zu retten. Badambam. Hallo. Oh, gut. So, jetzt kannst du dich verstecken und die Monster in Ruhe erledigen, bevor sie dich sehen. Mann, die ist so verrückt, ey. Das ist gut. Ja, jetzt kannst du sie erledigen. Oh, sie tötet alle. Okay. So. Das ist ja wieder. Ja, der macht uns tatsächlich unverwundbar für eine Weile. Link hatte da. Sowas hatte Link natürlich nicht. So, schnell wieder raus. Ich glaube, ich kann jetzt auch den anderen komplett. Das andere, ein bisschen längere Gebiet kann ich jetzt, glaube ich, komplett machen. Also ich kaufe nochmal schnell ein bisschen Bomben. Obwohl, ich habe 10 Stück. Geht schon. Aber nochmal. Land on Oil. Wow. Bombs. So. Auf nach zum Jikugi-Turm. Eine illegale Aktion erwartet uns. Impa, du alte Schachtel. Oh, du meine Güte. Es sieht so aus, als hätte man alle zum Jikugi-Turm gebracht. Das ist eine illegale Aktion. Meine Kekse werden noch anbrennen. Stimmt, sie trägt nur einen Handschuh, aber zwei Umhänge. Ja, Tineo, das ist. Ich weiß doch auch nicht.
Schön aufpassen. Schön aufpassen, habe ich gesagt. Bestimmt bloß den Handschuh. So. Oh! Und Rinder. Komm schon! Schnell! Es ist fürchterlich. Bürgermeister Cavendish wurde angekettet im Turm. Oh, meine Kekse! Wir sehen uns in Sarkado. Ey, wer ist denn dieser Spicky, ey? Meine Kekse! Der däbt einen auf so einen richtig dummen Gegenstand. Der ist jetzt auch befreit. Sehr schön. Schlüssel für seine Wohnung. Meine Kekse! Guckt euch die Hände an. Was sind die für ein... Hopp, Mann! Warte, ich glaube, geht einfacher mit Bombs. You want it? It's yours, my friend. Wie viele Gegner sind denn hier? Boom! Bin gleich tot, ey. Scheiße. Vielleicht den unsichtbar machen, den unsichtbar umhang. Bams! Obwohl, der Speaker wieder safe. Du wagst es, gegen mich anzutreten? Du wirst sterben! Wart's nur ab, du Blechdose. Du Blechdose. Jetzt kommt auch wieder der geile Spruch, ey. Okay, genau. Für den braucht man den magischen Hand, den Handschuh der Macht. Sonst kann man den nicht besiegen. Obwohl er genauso aussieht wie Militron. Das habt ihr gesehen, Ching Ching? Aber jetzt einfach... Wie bin ich jetzt gestorben? Er ist tot. Verschwinden wir. Der ist tot. Verschwinden wir. Ey, auch schon wieder 5 Herzen. Das ist auch so ein dummer Spruch, ey. Er ist tot. Ey, das ist ja, guck mal, das ist der Bürgermeister Quebitsch. Ja, was sind die für so Schmiededinger ins Feuer gelegt? Der wollte unbedingt, sollte der gebrandmarkt werden, oder was? So etwas Entwürdigendes, bitte, eure Hoheit. Würdet ihr diese Ketten zerschlagen? Also die Spieler haben auch echt Parallelen, ne? Hier ist wieder einer angekettet, den ich halt befreien muss, indem ich halt springe und seine Ketten zerschlage. Und der Schmied und so weiter, alle die Items, ja. Sind halt, man hat halt früher gesagt, Bruder- und Schwester-Spiele, Fratzen des Bösen und so, ne? Man merkt warum. Ah, danke, Prinzessin. Es ist mir gelungen, diese magische Laterne zu verstecken. Ich hoffe, sie wird für euch nützlich sein. Danke. So, einfach jetzt wieder die bessere magische Laterne. Die halt länger hält. So. Gehen wir mal zum Bäcker. Und holen uns seine geilen Kekse. Ich weiß ja nicht, ob der Bürgermeister, ich glaube, der wohnt ja eigentlich auch irgendwo, aber... Nicht so richtig. Guck mal, da ist er. Dein Freund Link könnte 10 davon essen. Ja, mindestens. Die Arpagos werden dafür sterben. Und wie er aussieht. Aber jetzt sieht ein glücklicher Bäcker aus. Ja, und das Brot ist komplett scheiße. Also das Brot, wie gesagt, die Apagos sind ja diese Flugviecher. Man kann das einmal einsetzen, ist das Brot auch weg. Muss man sich wieder neu holen. Aber man kann das einmal einsetzen und dann fliegen halt die Apagosse, die gerade im Bildschirm sind, fliegen dann dahin. Man hat doch die Flöte. Das ist fertig. Weil ich glaube auch, wenn man denn an dem Brot vorbeiläuft und das Brot irgendwann nicht mehr im Bild ist, dann ist die Wirkung auch schon weg. Also mega dummer Gegenstand. Sehr, sehr dumm. Macht gar keinen Sinn. Oh yeah. Dein Freund Link könnte 10 davon essen. Oh, einer von ihr tötet. Ja, mindestens. Die Apagos werden dafür sterben. Der kann ja einmal zeigen. Warte schon! Komm, siehst du, dann kommen sie gleich wieder. Aber weil ich das Inventar ja voll haben will, hol ich es mal neu. Dein Freund Link könnte 10 davon essen. Ja, mindestens. Die Apagos werden dafür sterben. Alter, die sterben? Dann werden sie selber zu Pastete verarbeitet. Geil! Ja, komplett dummer Gegenstand. Also gehen wir. Bams. So, Bomben sind immer gut.
Landmüll habe ich mir ganz schön viel. Oder so viel Geld, ey. Ja, aber so weit, so gut, ne? Ich glaube, ich kann sogar schon Kaipis ja schon in Kollega, ob mir da noch fehlt. Vielleicht fehlen würde. Ich glaube eigentlich nicht mehr. Was war denn nochmal Schütteusi? Gucken wir mal da kurz hin. Ach, da war ja der Quatsch. Stimmt. Doch, das kann ich aber auch machen. Hierfür braucht man den reflektierenden Schild. Sonst kann man das hier nicht komplett abschließen. Und muss später wiederkommen. Aber ich hab den ja schon. So, die Taira, dankeschön für deinen Meetup. Dankeschön. Der muss. Toll. Einfach nur so eine komische Bude hier. Und sonst ist nix, Mann. Schöner Strand hier, ey. Verschlossen? Moment mal. Hat hier etwa einer von den Stinkies? Von die falsche Richtung geworfen. Zelda, wo wirst du das Ding hin? Die breitet immer ab. Wer hatte die Schlüssel? Ach, wartet mal. Ich glaube, das war nicht so aussieht. Ich glaube, hier ist auch noch ein begehbares Haus. Ja. Toll. Ja, ihr werdet das Spiel halt irgendwie so, ne? Ach, Ippa, die bist auch mal lustig. Du heiterst mich immer so auf. Oh nein, Withrobe hat Lady Alma gefangen genommen. Ich habe keine Angst vor dir. Ha, verdammter Schauriger, bist du welche hast. Lady Alma, Withrobe. Einfach der englische Name von dieser Gegnerart. Withrobes gibt's ja eigentlich in jedem Zelda-Spiel. Oder halt in vielen. Weil es heißt nur wie Pyromagi, ne? Oder ernst jetzt früher hießen sie halt Withrobes. So, hier muss man erstmal auf den Krokodil-Express warten. Und aufpassen, weil der sinkt. Da muss man, glaube ich, rechtzeitig abspringen. Ne, hier nicht, woanders. Muss man rechtzeitig wieder runter. Aua, aua, hier fallen Steine runter. Fies, ey. Okay, pass auf. Tragische Tarnumhang, oh je. Sieht viel geiler aus als im Original. Beim Original war das irgendein so Krisselbild, wisst ihr noch? So richtiger Schmutz war das. So, wir sind da. So, und der Withrobe hat halt auch so einen Instant-Kill und den besiegt man mit dem reflektierenden Schild, wie ihr sagt. Indem man einfach nichts macht. Jack, dankeschön für deinen Resub, vielen Dank. Aber für leere komische Räume einfach, ja. Gleich den Key. Da ist er! Nein! Nicht den Auflösungszauber! Tot. Nicht den Auflösungszauber! Schön reflektiert. Weil sonst Instant-Kill, ne? Egal wie viel Herzen man hat. Gott, Lady Alma. Ey, vielleicht schalten wir Lady Alma frei. Als spielbare Figur. Aber geht ja auch nicht, die muss die safe fangen. Link hat mir von dir erzählt. Du kennst Link? Natürlich. Er hat mir seine Wasserflasche für einen Kuss gegeben. Du hast Link geküsst? Hier. Sie ist sowieso schon leer. Also die Flasche, die Link aus die Fratzen des Bösens von der komischen Frau da bekommen hat, deren Mann ein Scheusal geworden ist, hat er jetzt einfach weiter verschenkt. Das ist die Kontinuität, Leute. Die Entwickler haben richtig mitgedacht. Sonst würde man sich ja fragen, hä, welche Flasche weint die denn? Tja, erstmal Fratzen des Bösens muss man vorher gespielt haben. Sonst könnte man jetzt verwirrt sein. Alter, Raison. Ich glaube, wir sind wirklich bei durch. Ich muss noch mal kurz gucken. Das sind jetzt schon... Nee, Raison. Der Raison-Palast ist das letzte Gebiet. Dann lasst mich mal gucken. Ah, die Dordung-Festung. Die Dordung-Festung, ey, richtig schlecht.